Moin moin miteinander und herzlich willkommen zu Legend of Grog 2. So, schaut mal, ich weiß, was das Geräusch ausmacht. Oder was das Geräusch macht. Guck mal hier durch das Loch durch. Das ist wieder irgend sowas mit Klingen. Das heißt, wir werden da irgendwo wieder so einen ganz fiesen Lauf machen müssen. Und da habe ich schon mal keine Lust drauf. Aber okay, es ist, wie es ist. So. Ach ja, wir wollten den Knopf drücken. Wow! Nein! Das sind die Dinger aus dem ersten Teil. Ein Ogre. Und die waren gemein. Die konnten so zur Seite schlagen oder sie konnten anstürmen. Und wenn sie anstürmen, dann war das nicht gut. Oh, er ist stunt. Ah, oh, das hindert ihn aber nicht zu schlagen. Aber wenn das Stunt ist. Wenn er Stunt ist. Bewegt er sich dann einfach nicht? Na komm. Mein Freund. Oh. Bloß nichts auf nichts einlassen mit dem Typen. Viele Hitpoints, viel Schaden. Aber langsam. Das ist auch das Problem. Außer, wenn er wirklich angestürmt kommt. Au! Autsch! Guckt euch das an! Aua! Ich könnte euch demonstrieren, wie das aussieht, wenn er angestürmt kommt, aber das möchte ich gerade nicht. Komm. Oh. Es ist unvermeidlich, dass du stirbst. So, mein Freund. Das Ding ist, glaube ich, ziemlich schwer, ne? Genau, 13 Kilo, 20 bis 61 Schaden plus Stärke, Accuracy minus 20, man trifft also kaum und zweihändig. Nein, sowas brauchen wir nicht. Im ersten Teil hatten sie auch schon so ganz fiese, ganz üble Waffen, die richtig Schaden gemacht haben. Secret Found, sehr schön. Tome of Knowledge, das bekommt wahrscheinlich sie. Okay. Ich gehe einmal kurz weg hier, in Sicherheit, zumindest da, wo ich mich in Sicherheit glaube. Denn wenn man so einen Typen besiegt, dann sollte man auch abspeichern. Sewer Access. So. Ich denke, hier wird mich keiner stören. So, gain one skill point. Genau. Ein Skill Point. Wer braucht diesen Skill Point am allermeisten? Wer macht hier Krach? Ich dachte, ich bin hier sicher. Wer macht hier Krach? So, wer braucht den Skill Point am meisten? Sie könnte natürlich...
Ihre Magie. Okay. Vielleicht Light Weapons? Oder er? Aber irgendjemand brauchte doch was dringend. Ah, Heavy Weapons. Genau. Genau. Er braucht einen auf Heavy Weapons. Und er braucht Firearms. Und sie braucht alles. Ach, Mann. Braucht er Heavy Weapons wirklich jetzt sofort? Frage. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Er hat auf jeden Fall schon mal die Waffe dafür da. Denn ich will das Schildchen nicht weggeben. Ich möchte, dass er die Waffe und das Schild gleichzeitig trägt. Wobei, er könnte auch den Morningstar und die gleichzeitig dann tragen, ne? Weil er kann die dann ja einhändig benutzen. Das wäre ja was. Zwei Waffen. Ich glaube, dafür würde ich das Schild wegpacken. Weil das Schild bringt sowieso nur Evasion und nicht Protection. Ich glaube, das mache ich. So. Also er könnte Firearms auf jeden Fall gebrauchen. Ich vermute mal, ich werde das Tome of Knowledge entweder ihr geben oder dem anderen Magier. Einfach damit die Magieschulen noch ein bisschen mehr gepusht werden. Ich muss mir dazu aber erstmal überlegen, welche ich überhaupt pushen möchte. Das ist nämlich das Problem. Hier könnte ich mir vorstellen, vielleicht Water Magic oder Earth. Missile Weapons, wenn er auf Missile Weapons einkriegt, dann kann er auch diesen Sleep Dart benutzen. Naja, okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss mir das noch überlegen. Wer das nun genau kriegt. Abspeichern? Nö, jetzt noch nicht. Ich habe zwar eben gesagt, ich will abspeichern, aber... Na komm schon. Oh. Hier höre ich auch dieses Geräusch permanent. Was ist denn das? Ach, hier war ich ja schon mal. Genau. Ich glaube... Ah ja. Hallo, mein Freund. Genau. Hier kommt noch früh genug dran. Ich glaube, hier war alles sicher, ne? Hier war alles mit Türen und so... gesichert. Und es gab einen Schalter. Und meine Vermutung war ja, dass dieser eine Schalter alle Türen öffnet. Was ich sehr doof finden würde. Was macht der? Da sind Bomben. Das ist schön. Ja, genau. Ratten ohne Ende, alles klar. So, hier ist ein Kopf. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich den Schalter drücke, geht diese Tür auf und es kommt sofort was auf mich zugeflogen. So, hier sind unsere Wassermänner. Ja, hallo. Hallo, mein Freund. Ja, ja. Nerv, 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 nerv. Ihr kommt früh genug dran. Keine Angst, keine Angst. Also, ich muss auf jeden Fall hier drücken. Sind die Räume eigentlich miteinander verbunden? Das könnte sein, ne? In dem Fall müsste ich auf jeden Fall sofort zurücklaufen. Denn ich könnte hier von allen drei Seiten umzingelt werden und umzingeln ist doof und führt meistens zum Tode. Also. Ich gehe jetzt mal von folgender Theorie aus. Hier ist der Knopf. Da ist der Knopf. Ich kann hier nur schlecht sehen, wohin es geht.
Aber ich kann sehen, dass es hier irgendwie noch weitergeht und dass es da noch weitergeht und dass es da noch weitergeht. Also möglicherweise ist das ein großer Raum, wo die Ratten und die Meerviecher hier ohne Ende längs laufen. So. Und wenn ich den Knopf drücke, werden die Tür und die Tür und die Tür aufgehen. Und möglicherweise auch hier und da und da. Und die einzige Möglichkeit, mich davor ein bisschen zu schützen, ist sofort zurücklaufen, hier zum Kristall und gucken, dass ich von hier aus dann die ganzen bekämpfe. Und genau das werden wir jetzt tun. Hä? Eine Kröte. Auch das noch. Hallo Kröte. Theoretisch könnte ich ja abwarten, ob die Kröte jetzt hier längs kommt. Und wenn sie das tut, dann ist meine Theorie bestätigt. Okay, sie läuft jetzt voran. Das muss zusammenhängend sein. Also ich sehe auf jeden Fall schon mal 4, 5, 6, 7 Rattenmenschen oder so. Ah, hallo Kröte. Ja, ja. Ja, und da geht's auch weiter. Jetzt könnten wir noch abwarten, ob die Viecher da um die Ecke gehen. Aber ich sehe mich eigentlich jetzt schon bestätigt. Und deshalb, ich werde jetzt drücken und laufen. Ach, hallo Kröte. Ah, Hilfe. Und weg ist die Kröte. Und was zum Essen hat sie da gelassen. Sehr schön. Irgendwas ist hier doch aber eingeschlagen. Guck mal, da ist nichts aufgegangen. Es ist das aufgegangen und das. Ah, jetzt kommen sie alle. Jetzt kommen sie alle. Ah, jammed. Mist. Hätte ich bloß... Critical. Mensch, das geht doch. Irgendwie geht's gerade. Ich hab's mir jetzt, ehrlich gesagt, schwerer vorgestellt. Also um einiges schwerer, sogar. Geht doch mal da lang. Ich will mal gucken, ob, wenn ich hier drücke... Poisoned! Ja, wie geil! Upsala. Wieso habe ich jetzt auch nochmal Poison abgekriegt? Hat der irgendwas geworfen? Aber sehr schön. Das schießt Poison Bowls und dann kann ich die Typen eigentlich damit töten. Dann kriege ich aber keine Erfahrung. Das ist das Blöde. Ach, von da kommt auch nochmal. Ey, hallo? So haben wir nicht gewettet, mein Freund. Harak ist starving. Alter, wie
ich auch wieder zuschlagen. So, mein Freund. Karak ist starving. Na, dann isst doch mal hier ein bisschen Fleisch. Ja, es kommen noch einige. Gib mir deine Munition. Ah, das ist ja noch viel größer. Ah, ja, da kommt der nächste Tag aber auch. Die lasse ich jetzt liegen. Hilfe. Hätte ich auch den Kristall einmal berühren können, ne? Dann wäre ich auch voll gewesen. Wie ungeschickt von mir. Ah, schaut mal. Oh, hier ist ein Gitter. Wah, Hilfe. Ah, toll. Guten Tag. Wow, Hilfe. Nicht so schnell. Das sind Blitzbomben. Okay. Nicht meine Favorites, aber ich sag mal, ich glaube gegen Skelette waren die gut, ne? Die hatten dann immer so einen roten. Schwert. Interessant. Oh, das geht ja noch weiter hier. Ah, Hilfe. Okay, das ist hier ein richtig fettes Gebiet. Ah. Ich würde mal sagen, das wird hier noch lustig werden. Sewer Exit West. Okay. Oh, das Wasser muss ich auch noch untersuchen. Okay. Hier ist eine Leiter. Okay, also wenn man ins Wasser fällt, kann man schon mal raus. Alter Schwede. So, erstmal zu. Wir machen jetzt Folgendes.
Wir gehen jetzt zum Kristall. So. Machen abspeichern. Ich bedanke mich fürs Zugucken und in der nächsten Folge. Ja, eigentlich wollte ich ja an die frische Luft, aber jetzt habe ich mich doch entschieden, hier die Sewers, also die Katakomben nicht, nein. Sewers sind ja sowas wie Kellergewölbe, ne? Kanalisation, Kanalisation, das ist Sewers. Zu erkunden, na gut. Kanalisation, apropos. Na gut, dann, ja. Ich wollte nur mal gucken, ob das so logisch passt, ob hier irgendwas ist, was, eine Kanalisation bräuchte, aber Hamlet of Stormreach? Scheinbar ist hier eine Stadt. Okay. Und dann passt das ja, ne? Die Kanalisation der Stadt. Alles klar. So, na gut. Wie man sieht, hier gibt es viel zu erforschen. Und da laufen bestimmt auch noch ein paar Ratten rum. Also, wird spannend. Gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage, bis bald.